Hey, kleinen Sahneperlen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich bei Sekiro noch nicht ganz reingekommen bin. Ich habe jetzt noch mehr Zeit investiert in den Laden und habe das Spiel jetzt durchgespielt. Bin dann ins NG Plus übel durchgerusht, damit ich alle Bosse tatsächlich mal sehe. Du hast ja tatsächlich vier verschiedene Enden und dann noch ein paar Bosse, die du nicht alle in einem Run sehen kannst. Und heute gibt es für euch den Fight Nummer 2. Den habe ich noch nie gespielt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Probably einer der besten Bosse in allen Souls-like-Games. Übel geil. Faked manchmal Attacks an. Also er ist wirklich tatsächlich richtig sick programmiert mit einer super großen Vielfältigkeit. Also verknallt bin ich in Sekiro noch nicht, aber ich glaube, ich habe das Game jetzt tatsächlich verstanden. Bin wirklich sehr, sehr gut geworden. Und ja, viel Spaß euch. Ich wollte es mit euch teilen. Hatte extrem viel Freude. Es ist einer der besten Bosse, die ich je gesehen habe. Viel Spaß. Spring über die Eule. Habe ich jetzt aber auch gerade gemerkt. Wir machen mal einen Jump. Aber keinen Double Jump. Wir wollen es noch knusprig halten. So geil, weil manchmal macht er einfach mehr. Schon ein cooler Boss. Aber ihr sagt, bei der Eule geht immer springen, oder was? Geht immer springen bei der Eule? Ja? Geil. Danke. Das ist jetzt mein erster offizieller Counter. Sonst waren es ja nur Pfosten. Aber die Pfosten haben ja gerade ihre Hitbox gechanged. Boah, das war aber lost von ihnen gerade. Hä? Haha, hat gezählt. Ja, der Mikiri, das Mikiri-Potenzial, das sorgt für Herzrasen. Ein bisschen Herzrasen, okay. Ich bin ja nach wie vor dafür, dass ich Double Damage machen sollte, wenn ich eine Lunge Attack gegen ihn schaffe. Oder? Das wäre schon gut. Leute, kennt ihr Mr. Magoo? Okay. Hui! Ja, das ist ja geil. What the fuck? Wie viele Shurikens hat denn der eigentlich hier in seiner Hose? Okay, dann haben wir jetzt ja einen offiziellen Counter, weil danach kann ich ja springen und dann kann ich ihn mit Kirin. Weil ich das ja auch dann tatsächlich sehe. Ach, komm. Wo war hier der Counter? Rennen, ne? So, ich wollte auch mal was Cooles machen. So. Okay, ja, das ist natürlich jetzt fast schon Cheating. Das ist der zweite. Oh, jetzt sah es so aus, als wenn er die wieder entführen wollte. Siehst du, wie clean ist es? Clean wie ein Mensch, der unfassbar sauber ist.
Manchmal ist die Eule stuckt, kann das sein? Die ist manchmal an der Wand stuckt. Belohnung. Hat mich gerade die Eule so angeguckt? Habt ihr gerade den Frame mit der Eule gesehen? Das sah gerade einfach so. Die sah gerade super Cyber. Oh, Kamera, Kamera, Action! Wir drehen einen Film! Ein Anime! Ja, das ist krass. Tut mir auch fast ein bisschen leid. Ich da so ein. Oh, lol. Hab ich nicht geparried, ne? Aha. Das gesehen? Sehen, Guys. Toll. Ah, ist er aber wieder zu kurz. Komm. Das ist aber auch nett. Ach ja, es gibt irgendwie so einen komischen Sweet Spot. Wait. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich nicht kommen sehen. Bam. Ja, war schon ein sehr geiler Fight. Besiegt durch meinen eigenen Sohn. Also das war... Das macht richtig Spaß. Und ich habe ein Bonfire aus dem gemacht. First try. Nee, second try. Sorry.